Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuesten Let's Play-Projekt Desert Nightmare. Mein Name ist TrueMG und ich freue mich, euch das Prequel zu Urban Nightmare zu präsentieren. Ein Spiel von Calvin. Wenn ihr euch Urban Nightmare ansehen wollt, Herr DK und ich streamten es in seinem Livestream in voller Gänze durch. Ihr findet den Link in der Beschreibung dieses Videos. Und da könnt ihr dann mal schauen, wie sich der gute Herr Calvin so im Laufe der Zeit entwickelte. Wir waren von Urban Nightmare nicht wirklich angetan. Und daher bin ich umso gespannter auf den Vorgänger. Da ich glaube in Erinnerung zu haben, dass Calvin damals tatsächlich bessere Spiele erstellte als heute. Wir werden sehen. Desert Nightmare kenne ich nur ein klein wenig, also hier und da mal ein bisschen, aber in aller Gänze nicht mehr. Auch die Rätsel sind mir völlig unbekannt, kenne noch ein paar Screenshots, ist ja auch schon ewig her. Seitdem ich es das letzte Mal sah, selbst gespielt, habe ich es noch nie. Wenn ihr noch andere Spiele von Calvin sehen wollt, die ich spielte, dann sucht einfach mal nach Calm Falls 2 oder auch Sonnenschauer. Das togetherte ich mit Lagenscheid und später auch noch einem Wust anderer Leute. Das war ein Chaos. Jedenfalls, fangen wir dann mal an. Der Horror im Sonnenlicht. Desert Nightmare. Ich bin gespannt. Mit Intro ohne Intro beenden. Na, wir wollen uns das Spiel natürlich in Gänze ansehen. So wie sich das gehört. Irgendwo auf einem Highway in der kalifornischen Wüste. Müssen wir denn bei jeder zweiten Tankstelle anhalten? Ich möchte eigentlich die nächste Stadt noch erreichen, bevor es dunkel wird. Onkel Robert wird es schon überleben, wenn wir mal einen Tag später ankommen. Dot Face. Ich weiß sowieso nicht, wieso ich überhaupt mitgekommen bin. Ich verpasse die tollste Party dieses Sommers. Das Leben besteht nun mal nicht nur aus Partys, mein Kind. Es wird Zeit, dass du endlich erwachsen wirst. Damit ich so spießig werde wie ihr? Nein, danke. Jetzt reicht es aber. Entweder du benimmst dich oder du kannst zu Fuß weitergehen. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Toiletten machen jedes Spiel besser. Durch diese Hitze bekomme ich schon überall Pickel. Wieso müssen wir Onkel Rupert auch gerade im Sommer besuchen? Du wolltest es ja so. Auch das noch, die sind echt weitergefahren. Beste Eltern ever. Drehen die jetzt komplett ab? Du wolltest es ja so. Das Scheiß-Handy hat immer noch keinen Empfang. Du bist doch in der Wüste. Was soll ich denn jetzt machen? Und lächelt dabei. Endlich bin ich sie los. Hey, sie hat noch eine Tasche dabei. Oder sind sie gar nicht abgefahren? Toll. Hier ist nichts außer Schrott. Das ist Desert Hill. Das ist zum Kotzen. Denken die jetzt echt, ich warte hier, bis sie mich irgendwann mal wieder abholen? Dort steht Dusty Creek, 2 Meilen. Papa wollte doch in der nächsten Stadt übernachten. Aber 2 Meilen durch die Wüste laufen? Na, hol dir was für einen Kopf. Immer noch besser, als auf dich zu warten. Hol dir was für einen Kopf. Sollen sie sich doch ruhig Sorgen machen, wenn sie merken, dass ich nicht mehr hier bin. Na, okay. Dann hol dir ein Brett vorm Kopf. Funktioniert auch. Nova Production / Calvin.
präsentiert ein Spiel, das bis jetzt mitreißender ist als Urban Nightmare. Mag an der Musik liegen. Ein Spiel von... Na, jetzt raten wir alle mal mit. Kevin. Und? Sonst noch wem? Der sagt Nightmare. Ich meine, Nova Production, also müssen da mehrere Leute dran beteiligt gewesen sein. Hä? Nicht? Gut. Ich mache nicht die Spielregeln. Endlich, viel länger hält diese Hitze auch nicht... Was? Viel länger halte ich diese Hitze auch nicht aus. Moment mal. Das ist mein Rucksack. Wie kommt der hierher? Er ist leer. Nichts von Interesse. Sowas würden Mama und Papa doch nie machen. Desert Hill. Desert Plain. Unser Auto steht hier auch nicht. Das ist echt seltsam. Tja, anscheinend hatten sie die Fresse dick von dir, weil du so eine Bitch bist. Jetzt hast du deinen Willen. Vielleicht haben sie sich hier ein Zimmer gemietet. Die hat's nicht anders verdient. Ich bin in der Pubertät, ich muss nach Silent Hill. Hi, ich suche meine Eltern. Hat sich bei ihnen ein Ehepaar namens Richmond eingeschrieben? Nie von denen gehört. Und haben sie vor kurzem einen grünen Kombi vorbeifahren sehen? Nicht, dass ich wüsste. Na toll. Kann es sein, dass deine Eltern in die Pension am anderen Ende der Stadt gegangen sind? Punkt. Da gibt es noch eine, vielleicht sind sie echt dort. Wie komme ich denn zur Pension? Einfach der Straße folgen. Ich werde aber ganz sicher nicht mit denen dort übernachten. Sonst muss ich mir nur wieder dieses nervige Gelaber überwachsen werden und Verantwortung anhören. Ich will meine Eltern gar nicht wiedersehen. Am besten ich nehme mir ein Zimmer. Haben sie noch ein Zimmer frei? Boah, diese Bitch. Apartment 4 ist noch frei. $10 pro Nacht. Okay, das nehme ich. Kann ich auch mit meinem Körper bezahlen? Das Zimmer ist im ersten Stock. Danke. Zimmerschlüssel erhalten. Danke. So, und jetzt dürfen wir uns das erste Mal bewegen. Und das Menü ist gut. Es erzeugt eine gute Atmosphäre. Gegenstände haben wir. Du hast noch keine Gegenstände. Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Der Zimmerschlüssel, der Schlüssel für Apartment Nummer 4. Aha, 1, 2, 3 Seiten. Okay, wieder eines der endlosen Inventare. Typisch Calvin. Gut, 3 Seiten sind nicht endlos, aber... Ne, es sind schon eine Menge Seiten. Du hast doch keine Notizen und wahrscheinlich werden wir diese Seiten nie füllen. Aber egal. Karte, du hast noch keine Karte. Und wir können nicht speichern. Ja, wo werden wir hier wo speichern können? Natürlich an diesem ominös... Hör auf, mir nachzugucken. Ominös blinkenden Zeichen. Dieses Symbol, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Joink! Wie im guten alten Silent Hill. Irgendein Bild. Oh, sieh mal einer an. Kelvin-Markierungen. Darf ich die Karte mitnehmen? Meinetwegen, die hat hier irgendwann mal einen Gast vergessen. Danke. Karte von Dusty Creek erhalten. Sehr gut. Aber gut, dass sie blinkte. Die hätten wir wahrscheinlich übersehen. Ich meine, ein Spiel muss einem erstmal beibringen, wie es funktioniert und dass es nicht verkehrt, wenn etwas blinkt. Man geht ja nicht sofort davon aus, dass man absolut alles ansprechen kann. Zum Beispiel. So. Was? Irgendeine Taste drücken und wir kommen wieder raus. Okay, gut zu wissen. So, also. Also, meine Damen und Herren, Sollte mir nicht die Hand vor den Mund halten? Wir sind dort, im Dusty Creek Motel, und wir wollen das im Privathotel. Das wird dann wohl die Pension sein, oder? Schauen wir uns mal weiter. Post Office, Butcher's Shop, Police Station. Ist gut, dass hier alles auf Englisch steht. Das Spiel wurde übrigens auch ins Englische übersetzt. Und fand da tatsächlich auch Anklang. Also es hatte durchaus seine Freunde. Allerdings ist das Spiel auch schon ein bisschen älter. Und man weiß ja nicht, ne? Einwäschmuck. Man weiß ja nie. Allerdings auch dieses Kelvin... Nichts Interessantes. Auch dieses Kelvin-Spiel glänzt wieder durch eigene Grafiken und das finde ich sehr schön. Abfall.
Du bist auch Abfall. Das ist meine Wohnung, da hast du nichts zu suchen, Bitch. Okay. Wir sehen uns erstmal um. Wir wollen überhaupt nicht hetzen. Alte Zeitungen. Wir wollen natürlich auch mehr über diesen Ort herausfinden. Irgendein Bild, noch immer. Ein Wischmob. Schön, dass man die Schränke öffnen kann. Wie auch in heutigen Kelvin-Spielen. Apartment Nummer 2. Ja, ich weiß, wir müssen nach oben. Apartment Nummer 1. Und das ist dann wahrscheinlich Apartment Nummer 3. Irgendein Bild. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Okay, wollte mich ja nur mal umsehen. Was wird jetzt passieren, wenn wir hinausgehen? Aha. Mal sehen, ob wir irgendwas kaputt machen können. Spielemäßig. Der Motor wurde entfernt. Das ist ein seltsamer Laster. Okay. Die Straße führt aus der Stadt hinaus. Jim's All-Purpose Store. Ich habe keinerlei Lust, jetzt dem Mainplot zu folgen, denn ich bin ein Revoluzer. Hi. Unfreundliches Arschloch. Bitch, please. Ja, und jetzt? Der Typ starrt mich die ganze Zeit so seltsam an. Vielleicht, weil ich eine Fremde bin? Das ist mir irgendwie unangenehm. Die starren dich alle an. Nicht nur mit den Augen, sie drehen sich. Und er könnte davon ausgehen, dass du etwas klauen möchtest. Waschpulver. Horror-Waschpulver. Horror-Süßigkeiten. Horror-Handschuhe. Ah, die gehören wohl dem Besitzer. Die könnten wir eventuell später noch gebrauchen. Batterien und sowas. Ich will das und sowas. Schreibwaren. Und nichts von Interesse. Hi. Entschuldigen Sie, ich suche meine Eltern. Die sind mit einem grünen Kombi unterwegs. Haben Sie die zufällig gesehen? Titten. Nein. Sehr gesprächig. Werbung und Angebote vom Laden. Werbung und Angebote vom Laden. Und eine Lampe. Okay. Davon brauche ich nichts. Ich versuche lieber erst gar nicht, die Tür zu öffnen. Okay, dann schauen wir noch in den Müll. Der ist leer. Und folgen dem Mainplot. Einen Augenblick. Aha, ich wusste es doch. Nur Müll. Aha, wie zu erwarten. Was sollte sich sonst in einem Mülleimer befinden? Ich beklaue euch, alte Bücher. Und hier haben wir? Nichts Besonderes. Genau wie du. In your face. So, das ist Apartment Nummer 4. Wichskopf. Schrank. Ich hasse Spinnen. Ich bin im Moment nicht müde. Und trotzdem habe ich mir ein Apartment genommen. Der Schrank ist leer. Ich brauche im Moment nichts im... Was? Ich brauche im Moment nicht ins Badezimmer. Ach so. Na dann. Nicht müde, ja. Wieso nimmst du dir dann ein Apartment? Ich hasse Spinnen. War hier noch irgendwas? Nee. Da ist alles leer. Na dann. Das ist auch ein Apartment, nehme ich an, ja. Und ansonsten scheint es hier nichts von Interesse zu geben. Ich sehe keinen Grund, mir die anderen Türen anzusehen. Na, und sonst so? Wie ist das Wetter? Wir könnten mal wieder regnen. Sonst noch was? Nein, ich denke nicht. Okay, dann versuchen wir jetzt durch die Stadt zu gehen und warum wir uns jetzt auch immer ein Zimmer nahmen. Am helllichen Tag. Also ich muss sagen, das Spiel erschreckt mich ein ganz klein wenig. Das ist schon gut. Damit ist es Urban Nightmare schon mal eine ganze Stange voraus. Verdammter Dachsköter! Wenn ich das Gitter öffne, fällt der mich bestimmt an. Am besten ich frage jemanden, ob er für mich den Hund verjagt. Verjagt mit DT ist aber richtig. Nehme ich an. Nichts Interessantes. Hi. Da ist ein aggressiver Hund, der mich nicht durchlässt. Der tut nix. Der bellt immer so, wenn Fremde in der Stadt sind. Irgendwie überzeugt mich das jetzt nicht. Naja, wer weiß. Na du Zombie-Hund. Der Hund lässt mich nicht durch. Dann fragen wir mal den unhöflichen, nicht gesprächigen Mann. Am besten stellen wir uns hier an die Wand, damit er uns dann dagegen drücken und vergewaltigen kann. Gehört Ihnen der Hund dort am Gitter? Er lässt mich nicht durch. Ist nicht meiner. Ich versuche lieber... Okay. Hier.
Blödes Drecksvieh, wie komme ich dann an dir vorbei? Lass mich nicht durch. Was haben wir hier? Der Hörer wurde abgerissen. Ach so, soll ein Telefon sein. Irgendein Schrott. Ja, irgendein Schrott. Reste von Fahrrädern. Einem Fahrrad. Nur Gerümpel und nur Gerümpel. Und ein Pümpel im Gerümpel. Wie kann der bei solchen Preisen über die Runden kommen? Kostenlos. Alles kostenlos. Sonderangebote. Wir machen sowieso bald dicht. Ja, wie kommen wir dann an dem vorbei? Ein Stromverteiler. Indeed. An einem Drahtzaun. Sollten wir uns dann im Motel doch etwas genau umsehen? Das Spiel besitzt auf jeden Fall eine leicht unangenehme Atmosphäre. Leicht. Obwohl es eine Wüste ist. Es liegt an den Lightmaps, es liegt aber auch an der Musik. Ist das Silent Hill Musik? Nein, ansonsten haben wir alles untersucht. Ja toll, komm nicht mal am ersten Rätsel vorbei. Hab dich doch nicht so. Bitch, please. Ach, hier geht es auch noch weiter. Ja gut. Einfach mal ausprobieren. Warum nicht? Wir lernen das Spiel ja erst kennen. Ein großer Müllcontainer. Ich meine, das Spiel muss uns erst die Regeln erklären. Und wir haben gelernt, wir können die Map wechseln. Nicht nur durch Türen. Die Tür ist abgeschlossen. Großer Müllcontainer. Und hier haben wir irgendwelche Veranstaltungen der Bar. Das nehme ich jetzt mal für bare Münze und hoffe, dass... Oh, hier ist nichts. Aber wir haben hier eine Sequenz. Mit Jake! Yo, du kommst aus dieser Stadt. Nein, ich wohne hier nicht. Bin mit meinen dummen Eltern nur auf der Durchreise. Naja, ohne Eltern. Haha. Ich bin übrigens Sandra. Jake. Ich bin auch nur in dieser Stadt, weil mich der Tracker nicht weiter mitnehmen wollte. Bin von zu Hause abgehauen, weil mir meine Eltern auf den Sack gegangen sind. Ja, das kenne ich. Also das ist die, pubertierende Bestrafungsstadt, ja? Und wo willst du hin? Also die Stadt, nee, das war ja mehr ein Stadtviertel. In Urban Nightmare ist die, ist das Stadtviertel der... der du hast nicht wirklich was Schlimmes getan Bestrafung. Ja. Keine Ahnung, vielleicht irgendwo an der Westküste, in diesem Kaff, wo ich jedenfalls nicht stehen bleiben. Das ist echt ätzend hier, hab kaum meine Menschen gesehen. Naja, nun bist du ja da. Was hast du davon, wenn ich dich heute Abend auf einen Drink einlade? Echt? Du müsstest mich einladen? Das finde ich ja voll cool. Party hard. Die Einladung nehme ich natürlich an. Vorher möchte ich aber noch schauen, ob meine doofen Eltern hier irgendwo sind. Oh. Kannst du mir helfen, so einen Köter zu verjagen? Der steht dort vor dem Gitter und wirkt ziemlich aggressiv. Kein Problem. Da hau ich dem einfach in drüber. Mit meinem großen Penis. Verzieh dich, Mistding. So, dann habe ich es jetzt vollgegeben, weil ich meinen Kopf gegen's Gitter gehauen hab, na? Da ist ja sowieso nichts drin und deswegen halt das so schön. Jetzt kannst du das Gitter öffnen. Ja, danke. Bis später dann. Ich hab dir auch gleich noch das Schloss zerdeppert mit meinem Hohlkopf. Wir gehen aber mal zurück, da ich die Bar noch untersuchen möchte, auch wenn's... Teleports, hm? Am besten wäre es gewesen, wenn ich nach... hier teleportiert worden wäre. Und nicht direkt neben einem anderen Teleport. Denn dann passiert genau das, was wir gerade sahen. Wir werden instant zurück teleportiert, wenn wir uns für eine andere Richtung entscheiden. Game Design, Leute. Game Design. Ein Automat. Ich meine, das ist ja ganz schön gepixelt. Deswegen will ich mich umso mehr umsehen. Irgendwelche Spielmittel. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Billard spielen. Blub, blub, blub. Und da ist... Im Schrank sind Whiskyflaschen. Hey, nehme ich mal gleich 3 Pullen mit. Für die Party, die wir nachher schmeißen.
Abgeschlossen. Hier kommen wir auch nicht durch? Nein. Okay. Dann können wir zum Hund. Hund. Also der Hund, der nicht mehr da ist. Vorher noch speichern. So. Na dann. Hui. Okay, was haben wir denn hier? Dort liegen zwei Personalausweise. Sie gehören einer Nicole Green und einem Tim Green. Warum ließen Sie sie dort liegen? Alte Reifen. Finde ich auch nett, dass sie in ihrem Kopf nicht absolut alles analysiert, was sie findet. Auch das macht es wieder besser als Urban Nightmare. Und das hier ist der Vorgänger, der Jahre vorher entstand. Ich wiederhole, Jahre vorher entstand. Haus Nummer 7, die Tür ist abgeschlossen. Okay. Das Tor ist fest verschlossen. Oh, und da war Sandra sehr verdrossen. Schauen wir mal auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Und wir wollen nach rechts, genau. Ja, da sehen wir uns auch nicht großartig weiter um, sondern gehen einfach weiter. Wir versuchen jetzt so weit wie möglich zu kommen, wie geht. Okay. Hier anscheinend nicht. Moment. Ach, jetzt sind wir hier, hä? Halte ich die Karte falsch herum? Anscheinend, ja. Wenn wir jetzt nämlich nach hier gehen, sind wir dort. Wir müssen also die Karte im Gedanken um 90 Grad nach links drehen. Gegen den Uhrzeigersinn, meine ich damit. Das ist aber nie wirklich schön gelöst. Na gut, jetzt wissen wir es ja. Okay, also müssen wir tatsächlich durch das große Tor. Tor! Doch das bleibt leider verschlossen. Okay, wie bekommen wir es dann auf? Findet sich vielleicht irgendwo ein Schalter? Hier können wir durch. Huch! Der Hund von eben! Böse! Aus, Vincent! Aus! Böser Hund! Wenn ich jetzt weglaufe, dann fällt er mich nachher an. Aber eigentlich sieht er gar nicht so aggressiv aus. Ob ich versuchen soll, mich mit ihm anzufreunden, vielleicht lässt er mich dann in Ruhe. Dieser Schaum vor dem Mund bedeutet gar nichts. Na komm mal her, komm zu Frauchen. Okay, was war das? Zumindest hat er uns mit dem Arsch angesehen. Ist ja auch was. Da ist alles voller Blut. Irgendwas hat den Hund angefallen. Oder das Blut war schon die ganze Zeit dort. Bei so viel Blut. Der ist doch bestimmt tot, oder? Vielleicht kann ich irgendwie über die Mauer kommen und nachsehen. Genau, am besten ich verfolge einfach das Ding, das ihn zerfleischte. Beste Idee ever. Ich bin Horror-Protagonistin. Ich würde diesen Ort lieber gerne absperren. Wir können nicht auf die Kiste klettern. Ein paar kleine Dosen. Ein Metallfass scheint leer zu sein. Ich nehme mal an, wir müssen auf die Metallkiste und dann auf das Metallfass und dann springen wir auf den Stacheldraht und sterben. Irgendein Schrott. Und da können wir nicht einfach raufklettern? Naja, ist vielleicht zu instabil. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, dann setzen wir das Rätsel mal zurück. Ich finde die Perspektivenwechsel, also jetzt hatten wir ja so einen Perspektivenwechsel, ne? Wir gingen zwar nach oben, kommen jetzt aber von rechts heraus, eigentlich ganz gut gelöst. Also ich meine, der Blendübergang ist lang genug, um mitzubekommen, dass wir die optische Richtung wechselten. Okay, und schon sind wir drüben. Na gut, warum nicht? Die Blutspur führt bis zum Kellerfenster. Was für ein Tier war das? Der Hund war doch so groß. Was kann ihn einfach so wegreißen? Wegreißen. Nee, reißen, doppel S. Okay. Ob ich... Vielleicht einfach weglaufen sollte? Ach, du bist so dumm, Bitch, please. Mach lieber Pie, das kannst du besser. Nein, ich gehe nicht ins Haus. Ist mir doch egal, was mit dem dummen Köder passiert ist. Na bitte, geh doch, danke. Ich dachte schon, die wäre völlig bescheuert. Kann ich auch mal nachsehen? Dort gehe ich nicht nochmal hin. Also, wir mussten die Kiste tatsächlich nur bis hierhin schieben?
Why? Ich meine, wir hätten locker hier drauf gekonnt und dann auf den Schrott rechts und dann rüber. What the hell? Was steht hier? Da hat jemand was an die Wand gesprüht. Wer das liest, ist doof. Haben die hier keinen Müllplatz? Anscheinend nicht. Eine Holzkiste. Nichts von Interesse. Da ist jemand. Hi. Ah, es ist Alan. Nein. Warum? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Es ist nicht schlimm, ich habe noch nicht damit gerechnet. Er sieht für einen Alan viel zu intellektuell aus. Ich bin Sandra. Ich heiße Alan Winters. Eben dort in der Gasse, da war ein Hund und der wurde von irgendwas angegriffen. Ich habe nicht gesehen, was, aber alles war voller Blut. Das ging bis in den Keller von einem Haus. Das war wohl ein Kojote. Die gibt es hier öfters. Ja, natürlich. Ein Kojote, aber die sind doch auch nicht größer als ein Hund. Das stimmt, aber ich wüsste sonst keinen, dass ein Hund anfangen würde. Außer der Mensch. Naja, jedenfalls ist der Hund bestimmt tot. Ist aber auch egal. Oh. Kommst du aus dieser Stadt? Du siehst schnucklig aus. Darf ich mit dir rumpoppen? Aber vorher poppe ich mit dem anderen rum. Party hard. Mach immer nur Partys. Nein, ich bin eigentlich auf dem Weg zu einer Physikmesse, aber ich befürchte, an diesem Ort wird keine stattfinden. Aber mein Auto ist liegen geblieben. Ich habe gleich gedacht, dass du dich mit sowas beschäftigst, wegen der Brille. Stereotypen. Sieht man mir das so an? Ja, irgendwie schon. Oh. Dabei bin ich nur im Angry Video Game Nerd Outfit. Cosplay. Ich habe noch jemand anderen getroffen, der nicht aus der Stadt kommt. Wir wollen uns heute Abend in der Bar besaufen. Treffen! Wenn du willst, kannst du ja auch kommen. Okay, sondern der Wagen ist vorher schon fertig. Ich möchte nicht länger als nötig in dieser Stadt bleiben. Ja, ich auch nicht. Also bis später dann. Na dann. Hoffentlich nimmt er mir das nicht übel. Ich sollte manchmal lieber meinen Mund halten. Was? Achso, ja. Weil man es ihm so ansieht und so. Ja, gut. Achso, was? Gewissensbisse. Gerechtfertigte. Gut. Okay, gehen wir mal weiter. Mir gefällt es, wie detailbeladen diese Stadt ist. Überall findet man was, aber es ist nicht wirklich zu irgendwas Nutze. Ich kann nicht erkennen, ob im Brunnen noch Wasser ist. Was ist hier eigentlich? Die Tür ist abgeschlossen. Und Sandra war daraufhin sehr verdrossen. Der Wind. Der Wind. Das himmlische Kind. Scheiß Dosen. Ein Rätselraum. Was ist das für ein seltsames Symbol? Drei Kreise ineinander. Es ist der Truthahnmann. Hey! Was soll das? Hallo? Die Tür geht nicht mehr auf. Hallo? Ist dort jemand? Wie kann... Stellt euch nochmal den Außenbereich vor. Beide Seiten waren abgesperrt mit Stacheldraht. Wieso sollte jemand von der einen Seite da am Fenster vorbeilaufen, außer für den dramatischen Effekt? Hallo, ist ja, niemand da. Vielleicht war das auch nur der Wind. Der hat die ganze Zeit geblasen. Aber wie komme ich hier denn jetzt wieder raus? Okay, mal sehen. Kartons. Oh, ich dachte, da läge ein Brecheisen drauf. Na gut. Kartons. Im Schrank sind Werkzeuge. Und hier haben wir... Anscheinend nichts von Interesse. Ich weiß nicht, was das Symbol bedeutet, aber ich stelle mich einfach mal drauf. Speichern müssen wir jetzt nicht. Wir fanden ja nichts. Die Tür ist verschlossen. Okay.